It wasn't a kind of graffiti with artistic merit. It was just some sleazy graffiti in the grimy LA. Oder grimy, was weiß ich. It wasn't coming off the wall without a tin of paint, stripper and an unenthusiastic youth group. Oh, schönes Wort. Gut, schauen wir uns mal die Kneipe an. Vielleicht weiß man hier ja ein bisschen mehr darüber. Finster animierte Gesellen. Okay. Barpatron, Bartender und Poster Woman. Okay, schauen wir uns erstmal das Poster an. A poster advertising the latest rock craze adorned the wall. Okay. Stop that. Stop that? Was genau? The woman seemed to be having an animated conversation with someone who wasn't there. Welcome to New York. Oh, die möchte ich doch mal sprechen. Excuse me. Hello? She ignored me. She seemed to be staring into space at something that wasn't there. In another place, another time, I might have stopped to help her. But people like her are a dime a dozen in this city. Okay, also mit ihr gibt's nichts zu besprechen. Auch schön. Dann würde ich sagen, ach komm, wir sprechen erstmal mit dem hier. Oder schauen uns den erstmal an. The man stood at the bar, his dull eyes staring at everything and nothing. Evening. Yeah? Oh, make small talk. Nice night. Whatever. Es war ein sehr erfolgreicher Smalltalk. So what's your name? Look, could you leave me alone? It looked like this was the type of place where people didn't want to be bothered. Kann ich verstehen. Ask about Joe. Na, vielleicht weiß er was. Do you know Joe DeMarco? Sure I do. That's my name. Oh. Really? Treffer. Yeah. What of it? You're a hard guy to track down. Well, yippee. You found me. What do you want? Bist du jüdisch? Das ist die wichtigste Frage. Are you Jewish, Mr. DeMarco? Huh? No. What the hell is Jewish? Was bist du denn für eine Leuchtboje? Naja. His ignorance was either fake or genuine. Either way, I had my answer. Never mind. Na gut. Ask about Ethan. Fangen wir erstmal oben an mit Zelig. Do you know Rabbi Zelig? What's a rabbi? Was he being serious? His true intentions were hidden behind those dull, glassy eyes. A ruse or plain ignorance? It was impossible to tell. Ich denke mal eher a ruse. His full name is Amos Zelig. Nope. Sorry. Na gut, dann halt nicht. Aber vielleicht über... Na, Jack bestimmt, weiß ich nicht. Eher Ethan. Der wird's wohl eher klingeln, denke ich mal. What's your connection with Jack Lauder? Don't know him. Sure you do. He wrote you a number of checks. Whoever he wrote them to, it wasn't me. Your name is on the checks. Then it's some other Joe DeMarco. Get out of here. Ich denke mal, der wird uns gar nichts sagen. What's your beef with Ethan Goldberg? Never heard of him. Your name appears in connection with his. Lots of Ethan Goldbergs. Lots of Joe DeMarcos. Both are common names. You got nothing. So leave me alone. Ethan was killed just outside of this bar. Coincidence. You still got nothing. Riesiger Zufall. Sehr, sehr großer Zufall. So long. Yeah. Gut, probieren wir es mal mit dem Bartender. Vielleicht kommt da mehr raus. Bartender surveyed his domain with the expression of one hoping something better will come along. Excuse me. The bartender glared at me with vague disinterest. Okay, fragen wir mal ein bisschen. Joe, Jack, Ethan. Probieren wir es erstmal mit Jack, da wird wahrscheinlich gar nichts rauskommen. Do you know a Mr. Jack Lauder? The bartender rolled his eyes and began eyeing the other customers. It seemed that he wasn't a very talkative fellow. I'm looking for information on Ethan Goldberg. He was killed outside of this bar. The bartender shrugged. Do you know anything about it? He gave me a glare that told me everything I needed to know about asking more questions. I'm looking for information on Joe DeMarco. He narrowed his eyes and glared daggers at me. I wasn't going to get any information out of him. But was there a flicker of recognition in his eyes? Ja, wir wissen ja schon, dass das hier Joe DeMarco ist.
Gut, mehr kriegen wir aus ihm auch nicht raus, das ist sehr großartig. The jukebox sported a large sign that read out of order. Jukebox was broken, okay. Also hier gibt es offenbar nichts, was wir rausfinden können. Weil die Herren nicht sehr gesprächig sind. Na gut, aber wir haben zumindest rausgefunden, dass Joe DeMarco sich hier befindet. Wir schauen mal kurz hier oben in der Gasse nach. Können wir die... Ja, 233rd Street Subway, genau. Da wollte ich doch mal rein. Nee, warte mal, nicht zur U-Bahn. Ich wollte nicht wieder zurück. Du sollst schon dort bleiben, bitte. Vielleicht können wir hier noch irgendwas anderes mitmachen, aber nee, sieht bald nicht danach aus. Nee. Nee. Wir haben jetzt aber im Prinzip wieder nichts rausgefunden, außer dass Joe DeMarco hier unten ist, ne? Ach, na gut. Joe DeMarco, Joe's Meeting, Joe Jewish, Goldberg. Ja, das könnten wir ja mittlerweile dann mal rausnehmen, oder? Das hatten wir ja schon festgestellt, dass er das nicht ist. Evening. Yeah. So, gibt's da irgendwas Neues? Nee, wir können immer noch nichts mit ihm besprechen. Also, wir können ja nicht über die Hinweise mit ihm sprechen. So long. Yeah. Das ist das Problem dabei. Excuse me. So, bei ihm auch alles wie vorher. A large selection of wines and spirits lay on the shelves. Na gut, können wir uns hier irgendwie setzen oder sowas? Nö. Können wir noch weiter nach rechts gehen? Aha, sowas habe ich doch irgendwie gehofft, dass wir mal von ihr was hören. Excuse me. Hello? So, she ignored me, okay. Aber mit ihr direkt sprechen können wir auch nicht, ne? Stop that. Können wir vielleicht die Karte ihr vorzeigen oder sowas? Nee. Aber ich glaube, sie kann irgendwie für uns von Bedeutung werden. Mal schauen, vielleicht erzählt sie ja noch ein bisschen mehr. Ja, die Jukebox ist mir egal. Ich glaube, wir können hier jetzt direkt nichts wirklich aktiv machen, aber sie hat halt gerade schon irgendwas von dem Rabbi erzählt. Das ist schon nicht ganz unbedeutend wahrscheinlich. Sprich, Mädchen, sprich! Women seem to be having an animal, bla bla bla. Ah, ich würde ihr halt gern mal die Karte von Zalik vorzeigen. Aber das geht halt nicht. Ich kann die bloß selbst anschauen. Oder meinte sie mich? Stimmt, ich bin ja auch ein Rabbi. Rabbi, hab ich ja schon wieder vergessen. Stone ist ja auch ein Rabbi. Na gut, gehen wir einfach mal raus. Ich glaube, wir werden hier nichts rausfinden gerade. Die Frage ist, wie machen wir weiter? So, zu ihr unten können wir nicht mehr gehen. In Charming Fashion wird es wahrscheinlich nichts Neues geben. Nochmal kurz bei ihr vorbeigeschaut. Vielleicht kennt sie die Kneipe. Vielleicht weiß sie, ob Jack hier schon ein paar Mal war in der Kneipe. Ist ja nicht weit weg von ihrem Zuhause, ne? Mrs. Lauder. Oh, it's you. Jo. Come on in. So, ein neuer Versuch. Oh, was haben wir da? Consult your notes. Nein, hier ist alles wie vorher. So ein Mist. Do you know an Ethan Goldberg? Oh, Ethan, yeah. Ja, das kennen wir ja schon. We used him to handle taxes and comp. Not full time, just on a... Wait, is he in... Not in... He's dead. What? Since... About ich klick mal kurz weg. My God, what is... That's what I'm trying to... So. Ja, ansonsten ist ja hier wirklich nichts Neues dabei. Joe's Meeting. Da wird jetzt nichts Neues sein. Do you know anything about Ethan G? I'm afraid not. If they met, nee. I'm sure it had something to do with the... Ethan was our accountant and Joe was our primary investor. Although I have no idea what they'd want to talk about. Na gut. Mehr werden wir da wohl nicht rauskriegen. Mist. I'm going to leave now. I'll see what else I can discover. Thanks. I guess. Haben wir irgendwelche neuen Namen oder sowas? Nee, ne? Shit. Das heißt, wir haben auch nichts, was wir jetzt wirklich hier nochmal nachschauen könnten. Es muss doch irgendwas geben, was wir in der Kneipe machen können, Mensch. Es
kann doch nicht sein, dass wir uns schon wieder vollkommen ohne Interaktionen rummarschieren. Die sind aber auch alle so unglaublich unkooperativ, ne? Keiner will einem mal helfen hier. So, die Fotos. Some old faded photographs were tacked on the wall. To the wall. Na gut, aber mit denen können wir ja schlecht was machen. I couldn't reach them, I didn't want to in any case. So, bei ihr ist immer noch dasselbe wie vorher. Ach, Mann. Ich weiß halt auch nicht. Es bringt ja nichts, nochmal mit ihnen zu sprechen eigentlich. Da kommt er selber raus wie I'm vorher. For information on Ethan Goldberg. He was killed outside of this bar. Do you know anything about it? Gave me a glare that told me everything I needed to know about asking more questions. Okay, also einfach nur, ich rede eh nicht mit dir. Können wir denn nicht vielleicht selbst in die Gasse hintergehen? Wie wäre es denn damit? Irgendwie geht das ja offenbar nicht, leider. Und wie können wir mit ihr ins Gespräch kommen? Ich muss doch irgendwie mit ihr sprechen können, glaube ich, ja? Kann das sein? Das muss doch möglich sein, Mensch. Excuse me. Hello? Yeah, she ignored me. Bla. Och, Mensch. Diese Karte. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir irgendwie die Karte vorzeigen müssen, aber das geht nicht. Dann werde ich wohl schon wieder eine Pause machen müssen, um zu eruieren, wie wir weiterkommen. Wir sehen uns, wenn ich eine Idee habe. So, weiter geht's. Ich stelle fest, unser Rabbi ist ein verdammt kriminelles Element. Denn es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wie es weitergeht. Ich musste jetzt zugegebenermaßen nachgucken, weil ich wäre da nie drauf gekommen. Wir müssen uns in den Account vom Rabbi Selig einhacken und ja... Offenbar hat Rabbi Stone damit überhaupt keine Probleme, das sich einfach irgendwo in andere Accounts einzuhacken. Also wir merken uns mal Rabbits und brauchen noch ein Passwort. Und wir erinnern uns, in dem Lebenslauf von Rabbi Selig, da stand ja ganz explizit drin, wie der Hund hieß. Da können wir nochmal kurz schauen. So, das müsste schon reichen, oder Selig? Ja. Und dann haben wir hier nämlich, da steht ja extra drin, his wife Carol and his dog Dodger. Das scheint ja offenbar so wichtig zu sein, dass das sogar in den Lebenslauf reingekommen ist. Und deswegen würde ich sagen, wir probieren einfach mal uns mit diesen Daten einzuloggen. Dodger und Rabbits. Okay, also loggen wir uns erstmal aus. Deswegen können wir uns hier auch ausloggen. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wieso das überhaupt geht. Rabbits und Dodger. Oh, warte mal, was? Achso, ich habe mich verschrieben, das ist das Problem. So, jetzt. Dodger. Ha, wir sind drin. Rabbi Amos Selig. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ich habe es bloß gelesen. Wie gesagt, ich bin da absolut nie, ums Verrecken nicht drauf gekommen und musste dann mal nachschauen. So, auch hier können wir lustige Witze uns anschauen, aber wir wollen natürlich vor allem die Mails lesen von unserem Freund hier. Welcome to Roughnet, brauchen wir uns nicht anschauen. So, hello Rabbi Selig, so you finally joined the 21st century, eh? It's about time! Mazel Tov, etc. So, just wanted to congratulate you on another hair-raising sermon today. Everyone was glued to their seats. See you next Friday, Jeff Kotok. Okay. Jay Newman, dear Rabbi Selig, my name is Jared from the Jewish Weekly. I have heard of your recent philanthropic activities, and was wondering if you'd consent to an interview. Feel free to contact me anytime. Jared. Tomo! For your network protection needs, Tomo, contact Tomo, whatever. Ja, das hat, glaube ich, jeder drin in seinem Briefkasten. Dear Small at BC Crossing Net, B Crossing Net wahrscheinlich eher, inspiring. Rabbi Selig, just got back home. Thanks for giving me a tour of your temple. It's interesting to see how things are done in the big city. Your sermon was, as always, awe-inspiring. You are right. Times have changed since Bible times, but people sure haven't. Thanks again, Amos. Be sure to look me up the next time you're in our neck of the woods. David Small. So, Ethan G., hier wird's doch bestimmt interessant. Über Joe. Aha, aha, aha. Rabbi, I'm a bit concerned about this investor you set Jack up with. Can you tell me what you know about him? E.
Na sowas. Nicht nur, dass der Rabbi das davon wusste, er hat sie sogar zusammengebracht. Ja, ja, da steckt er doch ganz tief mit drin. Yo, Rabbi, thanks for the kiss, Tix. Happy we could be of service, Tim. Und Jay Lauder, so, vom Jack selbst. Rabbi Salik, I appreciate that you took the time to help us out. We were cash poor and in serious need of help, but I can't help but be concerned. Are you sure this investor is on the up and up? He has money, certainly, but the man gives me the serious creeps. We need the money, so I will accept his money for now. But I was hoping you could tell me more about him. Thanks, Jack. Und Roy mit Note Suspect Amos. If that Goldberg character has been making waves, you know what to do. Whoa. Ich glaube, der steckt ganz, ganz tief drin mit. Honored von Joe DeMarco. Got your message. Ethan's been giving me trouble, so that's not a problem. I'll get in touch when I chat with him. Hat der Rabbi etwa den Mordauftrag gegeben? Das wäre heftig. Rabbi, I just wanted to write and tell you how excellent your service was. My friend dragged me on Friday, even though I don't usually do the temple thing. I've already signed up. You've got a new member. I'll be going to your temple from now on. I'm already looking forward to next Friday. See you then, Jennifer Sandman. So, A. Goldberg, ist das die Frau? Thank you, Rabbi Salik, for the lovely service you performed for my husband Ethan. Ah ja. Your kind words and wonderful anecdotes put everyone at ease, especially me. Das ist wahrscheinlich nach der Totenrede, nach der Beerdigung. As you know, Ethan worked very hard for the Jewish community, and to a lesser extent, Beth Tikva. And I'm sure he is very happy to know his work was appreciated. Thank you again, Rabbi Salik. I will see you bright and early Friday night. Alison Goldberg. So, nochmal von Jack über Ethan. Rabbi, the police are asking me about Ethan. I told them who he was meeting, but they say it's not important. Not important? How can this not be important? Rabbi, why aren't you doing something? I'm sure he has something to do with this. What have he gotten us mixed up in? Jack. Al Blackwell, at Village I come, appreciate it. Rabbi Salik, thank you for answering my questions. The article will appear next week. Rosangela. Okay, und ein paar haben wir noch. Jack Lauder, nochmal über Ethan. Calm down? Ethan is dead. I fear for my life. Your so-called investor is demanding more interest and is threatening me and my wife. You tell me to calm down? How could you do this? How could you get us involved with a creep like that? Don't tell me you're not involved. When I think of you looking all holy and pious during Ethan's funeral service, I want to throw up. I can't even tell my wife. I'm so ashamed of myself. To think I was so blinded by greed that I couldn't see beneath the surface. I was better off with Stone. He was pig-headed and arrogant, but at least you knew where you stood. Watch your back, Rabbi. I'm going to get to the bottom of this. Don't think this is over. You call yourself a Jew? Jack. Und nochmal Joe DeMarco. Got it. Ah, das wird wohl der Mordauftrag an Ethan, an Jack dann sein. You're certainly keeping me busy. I got your message. I'll let you know when it's done. Joe. Our Lauder? Das ist die Frau? Rabbi Salik, I'm not Jewish myself, but Jack was very devout, and I felt I owed it to him to give him a proper Jewish funeral. Thank you so much for your help and for answering all my questions. I'm sure Jack would have appreciated the effort and care you put into the service. I'm going to try to prepare a proper shiva. You are welcome to come by to pay your respects. Thanks again, Rashri Lauder. Und das war die letzte Nachricht.